hier auf Computerkopfhörer. Und zwar zeige ich euch heute in diesem Video, wie ihr wahnsinnig günstige Minecraft-Server, Voice-Server, virtuelle Server, Detected-Server und günstiges Webhosting bekommt. Und zwar nennt sich der ganze Spaß Serverquote. Ich bin ja schon auf der Seite von denen. Auch nochmal ein Danke daran an die Seite serverquote.de, dass sie mir heute diesen Server, an dem ich das hier alles vorführen werde, gesponsert haben. Und ja, fangen wir mal an. Wir haben hier unten schon ein paar Angebote. Hier oben im Banner sind auch schon welche. Und dann können wir oben auswählen. Wir wollen einen Game Server. Bauen wir hier auf Game Server und dann Minecraft Game Server. Und dann steht hier bla bla bla. Wir sollen hier unten gucken. Gehen hier auf Stellen. Dann müssen wir uns hier registrieren. Habe ich schon gemacht. Und wenn wir das gemacht haben, also uns registriert, kriegen wir die E-Mail. Die müssen wir bestätigen. Wenn das getan, kommen wir hier ins Webinterface und so sieht dann das Webinterface eures Servers aus. Wir gehen aber nochmal zurück auf die Startseite und zwar geht ihr hier auf Prepaid Server und dann, je nachdem was ihr haben wollt, ich will jetzt einen Game Server haben, Game Server bestellen, dann das Spiel, Minecraft Server und dann können wir auswählen Arbeitsspeicher, also RAM, nehmen wir mal 1 GB, den Port, ja, Zufallsport und die Laufzeit 30 Tage wären hier 4,90 €. Ich kann ja mal hier jetzt ein paar Angebote von anderen Anbietern einblenden und ich finde, das ist 4,90 € ist schon ganz schön günstig. Wenn wir unseren Server dann bezahlt haben, gehen wir auf meine Produkte, Game Server und hier ist auch schon der Game Server und dann sind wir hier im Web Interface. Hier oben steht dann, wann der Server ausläuft, ist bei mir jetzt in 23 Stunden. Ist aber wie gesagt nicht so schlimm, das ist ein gesponserter Server, der wäre sowieso nur 24 Stunden gelaufen. Und da haben wir hier unten, nehmen wir uns mal den linken Bereich vor. Da haben wir einmal die Server-IP, wie viele Spieler da drauf sind. Das zeigt jetzt aus irgendeinem Grund Spieler an, die drauf können, ich weiß nicht warum. Dann FTP-Host, also die FTP-Daten und keine Sorge, wenn ihr das Video seht, sind sie schon lang geändert. Also die nutzen euch gar nichts mehr. Dann haben wir hier noch, ob der Server online ist oder nicht. Und ja, das war's von der linken Seite. Gehen wir auf die rechte Seite. Hier haben wir 4 Server-Symbole. Da können wir einmal den Server stoppen, starten, auf die Konsole zugreifen und diesen Game-Server neu installieren. Hier seht ihr noch die CPU-Auslastung. Hier steht jetzt gerade 10%. CPU ist ausgelastet und RAM hier 49%. Und ja, also wie gesagt, wir stoppen den Server jetzt einmal. Dann müssen wir tun, dass wir weitermachen können. Dann steht hier offline. Dann können wir hier in die Game Server Config einmal gehen. Und hier können wir den Game-Server ohne auf den FTP-Server zuzugreifen konfigurieren. Wählen wir mal die Server-Konfiguration. Dann können wir hier jetzt zum Beispiel den Server-Port einstellen. Dürfen wir aber nicht machen. 2 Sachen dürfen wir nicht verändern. Und das ist einmal der Server-Port und das ist die Server-IP. Sucht jetzt mal eben. Hier, Server-IP. Die 2 Werte. Server-Port und Server-IP dürfen wir nicht verändern, ansonsten funktioniert der Server nicht mehr. Den Rest können wir einstellen, wie wir wollen. Hier jetzt den Mod. Können wir einstellen, wie wir wollen. Und da wird auch automatisch gespeichert. Dann können wir uns zum Beispiel noch die Eule angucken, die neue von Minecraft. Ja, genau. Hat es total gebracht, diese Datei noch auf Minecraft-Server zu packen. Ja, ich weiß, Server-Code kann nichts dafür. Wird von Mojang so verlangt, aber ja, Mojang, so bessern sie sich. Dann haben wir hier noch die gebannten IPs, das ist bei mir beides leer. Dann die Whitelist, die Operatoren und die gebannten Spieler, die habe ich jetzt gerade vergessen. Dann können wir hier die Game Server Einstellungen. Da können wir eigentlich nur die Java-Version verändern, ansonsten ist hier alles schon eingegeben. Dann die Game Server FTP. Da können wir FTP-Accounts anlegen. Der ist normalerweise nicht vorhanden. Also wenn ihr das erste Mal euch einloggt, sieht es so aus. Geht hier auf den Plus. Dann fragt ihr FTP wirklich erstellen. Gehen wir auf OK. Und dann wird hier ein FTP
Account angelegt, mit dem wir uns dann verbinden können. Und um das zu tun, habe ich mir jetzt einmal den Filezeller geholt. Gehen wir hier auf die Seite. Als erstes brauchen wir die Server-IP, das ist diese hier, kopieren. Am besten mal in den Editor mit STRG-V einfügen, damit wir keine Leerzeichen haben. Dann hier wieder kopieren und den Filezeller als Server einfügen. Dann den Benutzer, der steht hier. Kopieren und einfügen. Da sind keine Leerzeichen, das sehen wir. Und jetzt beim Passwort ist es eigentlich am wichtigsten. Ups. Kopieren und in den Editor einfügen. Und wir sehen, wir haben keine Leerzeichen, weil ansonsten funktioniert das nicht. Und Leerzeichen können wir nicht sehen, da hier nur als Punkte angezeigt wird. Und ja, den Port können wir leer lassen. Klicken wir auf Verbinden. Und dann haben wir hier schon, ich mache das Fenster mal ein bisschen größer. Da haben wir hier schon unseren Game Server. Wir können den hier verwalten. Hier zum Beispiel neue Welten hochladen. Und. Das können wir wieder schließen. Den Editor auch. Nein. Und dann sind wir wieder hier. Wir können natürlich auch automatisch Plugins installieren. Dazu müssen wir aber zuerst mal unter Game Server Mods Craft Packet installieren. Ich nehme jetzt einmal die 172. Dann steht hier auch schon, Addon ist nicht installiert. Klicken wir auf das Plus. Klicken wir auf OK. Wir müssen kurz warten. Können wir hier dabei mal. Steht jetzt schon Server offline. Das passt also, weil der fährt sich dann runter. Und dann wird jetzt Craft Packet einmal installiert. Und wir müssen etwas warten. Wir können natürlich ab und zu mal über den FTP-Server gucken, wie weit er schon fortgeschritten ist. Minimieren und noch mal ein bisschen warten. Und wenn es dann irgendwann soweit ist, wir können auch die Seite ab und zu mal aktualisieren. Steht immer noch offline. Ist aber egal, wenn wir Plugins noch mal installieren wollen, weil wir wollen ja nicht drauf spielen, also hochfahren muss der sich jetzt nicht. Können wir hier auf Game Server Plugins gehen. Und jetzt können wir hier über das Plus die Plugins installieren. Hier steht zwar immer noch bei manchen Plugin ist installiert, weil er noch dabei ist, aber wir können die trotzdem schon mal über das Plus hier installieren. Genauso ein Luffy Bucket kriegen wir natürlich auch andere Sachen, wie zum Beispiel Hexe, Decket Light und andere Server auf den und andere Mods auf den Server. Dazu müssen wir jetzt erst hier X Mod löschen. Mod wirklich löschen? Ja. Und dann können wir ihn anderen installieren. Hier ist zum Beispiel Attack of the B-Team. Ja, installieren. Dann ist es installiert. Dann natürlich ganz wichtiger Punkt, die Backups. Gehen wir auf Game Server Backup. Und dann können wir jetzt Backups, die noch erstellen können. Wir können einen Server, einen Server erstellen. Nein, wir können ein Backup erstellen. Gehen wir hier auf Plus, Backup. Und dann müsste der das Backup eigentlich gemacht haben. Ja, genau. Und wenn wir das wieder zurückspielen wollen, dann einfach auf das Plus, dann auf Ja. Alle vorhandenen Daten, die wir verändert haben, gehen natürlich verloren. Und jetzt wird der Server auf das Backup zurückgesetzt. Das bleibt uns hier erhalten. Also wir können jetzt, angenommen, wir haben jetzt mit WorldEdit was vor, machen ein Backup, probieren das mit WorldEdit aus, funktioniert nicht, Server stürzt ab, die Map kann nicht mehr geladen werden, okay, gehen wir zurück auf das Backup und probieren es nochmal, funktioniert wieder nicht, können wir wieder zurück auf das Backup, einfach immer wieder auf das Backup zurückspielen. Wenn wir uns natürlich, wir können jetzt keine Backups mehr anlegen und das löschen wollen, gehen wir hier auf Löschen, auf das X und hier fragt er nochmal, möchten Sie löschen? Ja, wollen wir. Und es ist das Backup gelöscht. Haben wir nach Game Server Übersicht. Das wäre jetzt hier zum Beispiel ein Banner. Den könnten wir. Ja, den könnten wir zum Beispiel auf unsere Seite tun. Wenn wir hier draufklicken, kommen wir wieder ins Webinterface. Okay. Aber den Banner könnten wir auf unsere Internetseite zum Beispiel legen. Und hier gehe ich mal davon aus, dass hier das Server-Logo angezeigt werden würde. Also die Server-Icon. Das in der Minecraft 1.7 Version oder ab der 1.7 Version ja angezeigt wird. Ja, und hier können wir dann zurückgeben, müssen wir meine Produkte, Game Server und den Game Server. Ja, also ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Vielleicht kommen noch
mehr Videos von der Seite cyberquote.de. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung und die sind echt wahnsinnig günstig. Ich habe vorher ein paar andere Angebote noch eingeblendet. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und auch geholfen beim Installieren eines eigenen Minecraft-Servers. Wir können ja hier nochmal zurückgehen. Und das ist auch was, zum Schluss noch. Auch was sich bei anderen Anbietern tierisch aufregt, Slotbegrenzung. Minecraft braucht keine Slotbegrenzung, braucht es nicht. Bei TeamSpeak ist es wieder was anders, da werden die Lizenzen nach Slots bezahlt, aber nicht bei Minecraft. Hier einfach die Arbeitsspeicher und keine Slotbegrenzung, nix. Ich meine, wir können hier nochmal gucken. Game Server bestellen. Minecraft auswählen. Es ändert sich nur am RAM was, also wenn ich mehr Arbeitsspeicher nehme, da ändert sich der Preis, aber nicht am Slot. Wird hier gar nicht angezeigt, die Slot-Auswahl. Also, ohne Slotbegrenzung und auch lagfrei. Gut, kommt drauf an, wie man mit dem Server umgeht. Wenn man mit World Elite vergewaltigt, dann doch Lags. Also wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und wenn wir Glück haben und mir Servercode hier noch andere Server zur Verfügung stellt, dann kommen noch weitere Videos von der Seite. Ansonsten vielleicht kommen noch andere aus den Seiten. Und ja, ich würde da mal sagen, bis zum nächsten Mal, euer Computergott. Ciao.